Während der Revolutionskämpfe gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gerät ein Goldtransport der peruanischen Militärregierung in einen Hinterhalt. Der Überfall gelingt. Geprägtes Gold im Werte von mehreren Millionen Dollar wird geraubt. Doch Oberst Tscherner, der Urheber und Organisator des Überfalls, kommt ums Leben. Sein Tod würde wohl kaum je ein Gemüt bewegt haben. Und sein Name wäre zweifellos längst vergessen, wenn nicht die von ihm entwendeten Millionen gewesen wären, die seitdem verschollen sind. So aber geht das geraubte Gold in die Geschichte der Schatzsuche unter dem Stichwort das Gold des Oberst Tscherner ein. Der Ort, an dem seitdem am häufigsten nach dem verschollenen Schatz gesucht wird, vergebens gesucht wird, sind die Kokosinseln. Mitunter sind die Schatzsucher einzelne romantisch-abenteuerliche Männer, oft genug organisierte Expeditionen mit wissenschaftlichem Charakter, nicht zuletzt aber zwielichtige Gestalten, die nichts zu verlieren haben. Und zu letzteren gehören die beiden Männer, die am 23. März 1895 aus dem Sträflingslager Fort Piley an der Westküste Neuseelands ausbrechen. Noch heute lassen sich in den alten Sträflingslisten von Fort Piley die Namen der beiden feststellen. Der eine, Nummer 217, heißt Edward Forbes, der andere, Nummer 241, Joshua Pike. Sie haben auf den ländlichen Märkten die Farmer mit selbst angefertigten Heilwasser und Pillen betrogen. Die beiden haben zwar vier Arme und vier Beine, aber sie denken meistens nur mit einem Kopf, dem von Forbes. Und Forbes meint, das Geschäft seines Lebens in der Tasche zu haben. Eine Karte. Die Skizze einer Insel, die irgendwo in der Nähe des 42. Breitengrades liegen soll. Forbes hat sie einem Mitgefangenen für ein Stück Kautabak abgehandelt. Aber er zweifelt nicht daran, den Schlüssel zu dem Geheimnis in der Hand zu haben, wo das Gold des Oberst Tscherner zu finden ist. Von allen diesen Dingen haben die jungen Leute, die ungefähr zwei Jahre nach den vorerwähnten Ereignissen mit der Zweimastschonerbrig Slaffy den neuseeländischen Hafen Auckland verlassen, keine Ahnung. Der Onkel Donifan Weldons, Lord Bachanan, Eigner der Slaffy, hat das Schiff dem Neffen und einigen seiner Freunde für eine Ferienfahrt rund um Neuseeland zur Verfügung gestellt. Keiner auf dem Schiff kann damit rechnen, dass der Schatz des Oberst Tscherner jemals eine Bedeutung für ihn bekommen wird. Hey, meine Herren, kommt hier rüber zu mir! Dann steht ihr keinem im Weg und seht genauso viel! Die jungen Leute stammen aus begüterten Familien der britischen Kronkolonie Neuseeland. Alles nette Burschen. Aber in den Gewohnheiten der bevorzugten Kreise jener Zeit aufgewachsen. Vor allem trifft das auf Donifan Weldon zu. Hinter seiner oft hochfahrenden und anmaßenden Art verbirgt sich aber wohl eher eine gewisse Unsicherheit. Zwei grundverschiedene Welten begegnen sich an Bord der Slaffy. Die eine ist die Donifans und seiner Kameraden, die andere ist die des Schiffsjungen Dick Sand. Er ist auf der Schattenseite des Lebens geboren. Mit 8 Jahren steckte die Waisenhausverwaltung den Elternlosen auf ein Handelsschiff, das die Südsee befuhr. Nachdem er mehrere Jahre hindurch von einem Schiff zum anderen weitergereicht worden war und auf jedem eingetrichtert bekam, dass das Leben Mühe und Arbeit bedeute und dass man im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen solle, war er gegen die Wechselfälle des Lebens ziemlich abgehärtet. Während die einen in der Fahrt ein romantisches Abenteuer sehen, ist sie für Dick Sand eine illusionslose Angelegenheit. Das ist der Stand der Dinge, als in der Höhe von Cap Kevin eine Flaschenpost aufgefischt wird. Zwei Schiffbrüchige, die auf eine unbewohnte Insel verschlagen sind, bitten um Hilfe. Es handelt sich um die beiden aus Fort Piley entflohenen Sträflinge Edward Forbes und Joshua Pike, die hinter dem Gold des Oberst Tscherner her sind. Sie werden gerettet und an Bord genommen. Sag mal, die Karte, die bei euren Sachen war. Was ist das eigentlich für eine Insel, die da drauf ist? Um den Kapitän der Slaffy zum Anlaufen des Hafens Hobart zu zwingen, legen sie Brand in die Segelkammer, der jedoch unbeabsichtigt gefährliche Ausmaße annimmt, bevor er gelöscht werden kann. Der Plan von Forbes und Pike ist, das Schiff in die Hand zu bekommen, um mit ihm die Suche nach dem Gold durchzuführen. Sie hoffen, in Hobart Komplizen zu finden, mit denen sie Kapitän und Mannschaft überwältigen können. Der erste Teil des Planes scheint zu gelingen. Kapitän Hull lässt Kurs auf Hobart setzen, um dort vor allem das verbrannte Segelzeug zu ergänzen. Keiner ahnt, dass das Schiff seinem Unglück entgegenläuft, bis auf den Bootsmann Tom Kane, der Verdacht schöpft.
Forbes und Pike erledigen ihn auf ihre Weise und in aller Stille. Am nächsten Morgen fehlt ein Mann an Bord der Slaffy. Auch der zweite Teil des Planes ist erfolgreich. Während die Mannschaft nächtlichen Hafenurlaub hat, schleust Forbes seine Leute heimlich an Bord. Sobald die Slaffy wieder auf See ist, werden Kapitän und Besatzung überwältigt und, mit dem Notdürftigsten versehen, in einem Boot ausgesetzt. Die Jungen behält er als Geiseln in der Absicht, sie gegen Lösegeld auszutauschen. Der vom Geschick hin und her geschobene Dick Sand wird zum Kombüsendienst gepresst. Ein einziger bleibt freiwillig, der geistig etwas schwerfällige Decksman O'Brien, den der Kapitän fälschlich des Mordes an Tom Kane beschuldigte. Zunächst hält Forbes seine Gefangenen in einer abgelegenen Farm an der neuseeländischen Küste versteckt. Aber mit Hilfe von Dick Sand und O'Brien gelingt die Flucht. Die geraubte Slaffy liegt vor der Küste vor Anker. Kein Mann ist an Bord. Unbehelligt erreichen sie das Schiff und haben es fast seeklar, als Forbes mit seinen Leuten am Ufer auftaucht. Da hast du's. Seht euch das an! Du hast doch gesagt, deine Pechsträhne ist vorbei, hast du gesagt. Und was ist das da? Da! Oh. O'Brien wird von einer Kugel getroffen. Dass sie von der Reling wegkommt! Weit kommen die bestimmt nicht mit dem Kahn. Und dann heißt es, wir haben sie umgebracht. Das ist eine ungemütliche Sache. Schluss jetzt hier! Weit kommen die bestimmt nicht. Den hätten wir es nie geschafft. Und wie soll es jetzt weitergehen? Zum Spaß hat er sich nicht abknallen lassen. Der dämliche Niederholer war festgeklemmt. Ohne Frühstück taue ich nicht viel. Ganz schlecht ist mir. Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Das hätte uns O'Brien sagen können. Kann er aber nicht. Der Wind hat's ziemlich in sich. Ein paar Lappen mehr könnte die Slaffy ganz gut vertragen, nur... Was nur? Dann, wenn ich richtig auf Kurs bleiben, keine Ahnung, wo wir dann hinschwimmen. Und wie bleibt man auf dem richtigen Kurs? Ja, mit Kreuzen, mit dem Segeln und mit dem Ruder hier. Und wenn man will, kann man doch auch gegen den Wind segeln. Ja, stimmt schon. Und wo ist der Haken? Gibt überhaupt keinen Haken. Der Witz dabei ist, zwei verschiedene Kräfte müssen in den richtigen Winkel gebracht werden. Dann wird daraus eine positive Resultante. So einfach ist das. Ach, wenn ich das schon höre... Geht mal davon und setzt das Boot statt. Ich glaube, ich war damals der Einzige von uns, der wusste, was mit uns los war. O'Brien, der immerhin so viel von Navigation verstanden hatte, dass er uns vielleicht nach Auckland hätte zurückbringen können, lebte nicht mehr. Ich konnte zur Not ein Schiff nach dem Kompass auf Kurs halten, aber wie sich Wind- und Strömungsverhältnisse auswirkten und Abdriften zu berechnen waren, davon hatte ich keine Ahnung. Mann, setz doch die Schrot besser durch. Siehst du nicht, wie das Starksegel flattert? Doch schon dabei. Wenn eine Böe kommt, hauen uns die Blöcke um die Ohren und das Segel geht in Fetzen. Ach, mach doch deinen Kram allein. Sieh dir das an, Dick. Wollte ich ja genauso machen. Wie ist denn das jetzt mit deiner positiven Resultante? Und bring doch die zwei Kräfte mal in den richtigen Winkel. Anders können wir doch gar keine Fahrt machen. Fahrt machen wir mit dem Wind und nicht mit einer positiven Resultante. So ein Quatsch. Geh mal ein bisschen höher an, Wind. Thank you.
Wie wär's mit einem heißen Kaffee, Dick? Junge, Junge, ohne dich wären wir längst im Eimer. Na, so doll ist nur auch wieder nicht. Sollte ich nicht endlich mal einer ablösen? Ist er nicht. Wenn ein Kahn vorbeikommt, den seht ihr ja kaum. Wir setzen doch nur Backbord- und Steuerbordlichte. Wenn es helfen, kann ich mich in die Koje packen. Manchmal denke ich, hier gibt's überhaupt keine Schiffe außer uns. Aber klar doch, gibt's ja andere Schiffe. Seit 3 Wochen haben wir nicht ein einziges gesehen. Erst seit 17 Tagen. Dick, sag mir die Wahrheit. Wo sind wir eigentlich? Wir haben doch keine Ahnung, wo wir sind und wohin es geht. Naja, wenn sich der Wind nicht dreht, dann schaukeln wir mitten in den Pazifik. Und was heißt das? Auf ein paar tausend Meilen kein Stück Land. Dann können wir nur hoffen, dass er bald dreht. Genau. Dick, ich will dir schon lange was sagen. Und jetzt mach ich's auch. Du bist ein verdammt feiner Kerl. Du auch. Besser, wir erzählen den anderen noch nichts davon. Okay? Mhm. Und halt die Augen auf. Ich versuch's. Ganz schön flott. Damit kannst du dir die Schnauze verbrennen, dass du nie mehr was schlucken kannst. Wäre doch schade drum. Bring das Geschirr nach Achtern. Schon wieder das Maul voll. Wenn ich auch Donovan Weldon nichts abgewinnen konnte, so muss ich doch sagen, dass er seinen Anteil am Schiffsdienst, soweit wir ihn mit unseren Kräften versehen konnten, wie jeder der anderen durchstand und nichts Besonderes für sich verlangte. Bang, Frühstück rollt an. Mach doch nicht so ein Krach. Dick muss endlich mal ausschlafen. Seit wann hatten der seine Koje hier bei uns? Sollen wir ihn vielleicht mutterseelenallein vorne im Mannschaftslogis schlafen lassen? Kommt gar nicht in Frage. Von mir aus? Aber hier haben wir doch nur 8 Kojen und wir sind 9 Mann. Bisschen nachdenken, Junge. Einer von uns hat doch immer Ruderwache. Bitte, wie gesagt, von mir aus? Ist doch großartig bei uns. Oder vielleicht nicht. Ich könnte es ja noch eine Weile aushalten. Hm. Was ist? Passt dir was nicht? Ich möchte ganz gern mal irgendwo ankommen. Morgen. Warum habt ihr mich so spät geweckt? Friss nicht so viel Zucker. Bisschen Milch? Gibt's irgendwas Neues an Bord? Ziemlich klares Wetter. Gib mal her, das Zeug. Hey, das ist für den Rudergänger, nicht für die Freiwache. Finger weg. Wir haben noch genug. Kommt mal rauf, da gibt's was auf See. Los, macht schon, kommt rauf. Da drüben. Was kann das sein? Ich hol Dick Sand drauf. Dick! Dick Sand! Lass mich mal durch. Ob da noch jemand an Bord ist? Kannst du an Deck was erkennen? Ich verstehe bloß nicht, warum keins von den Booten zu sehen ist. Vielleicht sind die doch noch an Bord. Vielleicht, aber ich kann es mir nicht denken. Wir lassen eine Leuchtrakete hoch. Geh ans Ruder zurück. Das Nebelhorn.
In den vielen Wochen war das die einzige Begegnung mit einem Schiff. Die schwärmerisch-romantische Verehrung für die Seefahrt, mit der vor allem Donny van Weldon an Bord gekommen war, schien den meisten vergangen zu sein. Sieh dir das an! Da! Hier! Kannst du mir vielleicht sagen, wo wir sind? Wie sollen wir das auch wissen? Wie wollen wir wissen, wie wir irgendwo hinkommen können? Ein Schiff, ein bescheuerter Haufen Idioten auf dem Kahn, ein bescheuerter Köter und rundum ein bescheuerter Haufen Wasser und nochmal Wasser. Ich will nach Haus. Ich will nach Haus. Ich hab die Schnauze voll, Gordon. Ich hab beschissene Angst. Mir geht's genauso wie dir, Donovan. Und allen geht's wie uns beiden. Alle haben Angst. Gordon, ich möchte, dass du mir was versprichst. Dass du keinem was davon erzählst. Bestimmt nicht. Ehrenwort? Ehrenwort. Ja, ich sollte noch erwähnen, dass Gordon, ein junger Amerikaner, der besonnenste und vernünftigste von allen war. Was ist? Wollen wir ein bisschen aufräumen? Meinst du nicht, dass wir noch ein paar Lappen mehr setzen sollen? Die Oberbramsegel vielleicht? Ich weiß nicht, was ich von dem Wetter halten soll. Ich kann mich irren, aber ich habe so ein Gefühl, als ob sich da was zusammenbraut. Wieso? Sieht doch ganz friedlich aus. Aber du musst ja wissen. Das haut einen um. Habt ihr euch als Zebras verkleidet? Nee, wir spielen Piraten, damit endlich mal was los ist. Die Jüngeren mochten wohl noch nicht so ganz erfasst haben, dass die Spielerei aufgehört hatte. Aber sie sollten es bald begreifen. Aufheißen! Am 17. Mai frischte der Wind mächtig auf und wir hatten allerhand zu tun, um mit den Segeln klarzukommen. In der Nacht setzte schweres Wetter ein. Was ist denn da los? Ich hab keine Ahnung, Ruder wäre. Komische Sache. Wir sehen mal nach. Ist Gordon. So hat der Kahn noch nie geschaukelt. Wir hatten die Ruderwache. Sam. Da, seht euch mal die Sauerei an. Ich glaube, am Ruder ist überhaupt keiner. Vielleicht ist er über Bord. Ihr bleibt hier unten. Donovan, Brian und ich, wir sehen mal nach. Dick! Dick Sam!
auf, dass er euch nicht in die See haut. Jetzt bleibt ihr auf Bord gespult. Hier ist er. Wir bringen ihn runter. Los, weg dann. Vorsicht, sonst haut euch die Beine weg. Irgendwo dahin. Ich will sehen, dass ich die Luken dicht kriege. Bring mal ein paar Decken weg. Du hol mal einen Schnaps. Hier. Wie ist denn das passiert? Steuer. Die Brecher haben so eine Wucht gehabt, dass mir das Rad aus der Hand gerissen hat. Und dann ist mir irgendwas gegen die Stirn gehauen. Der Schädel ist noch ganz. Das Schlimme dabei ist nur, der Kompass ist in Klump gegangen. Ich glaube nicht, dass ein Reservekompass da ist. Wer ist denn am Ruder? Keiner. Aber ich ist wirklich nicht mehr zu helfen. Wenn der Kahn erst mal quer liegt, die Brecher machen doch Kleinholz daraus. Wenn nicht sofort jemand ans Ruder geht, dann ist das Schiff im Eimer. Ich geh rauf. Aber nicht allein, das ist doch Quatsch. Allein kannst du das Ruder nicht halten, da muss noch einer mit rauf. Ich geh mit. Was soll ich denn mit dem? Ich brauch keinen zum Aufpassen. Deine Mutter hat aber gesagt, ich soll auf dich aufpassen. Nun mach schon, verdammt noch mal. Könnt ihr mit euren Streitereien nicht endlich mal aufhören? Ist mein Mantel schon wieder? Ja, hier ist er ja. Und bindet euch an, damit ihr nicht über Bord geht. Jetzt wollen wir uns mal um dich kümmern, klar? Ihr zwei geht in meine Koje und holt den Verbandskasten her. Los, macht! Mhm. Dick. Ganz unter uns. Glaubst du, dass wir noch eine Chance haben? Man hat immer eine. In Auckland hatte man keine Ahnung, was mit uns geschehen war, als Captain Hall dort eintraf. Alle Welt meinte noch, wir wären in den Händen von Forbes. Keiner hielt die Jungen für ernsthaft gefährdet. Wenn man tüchtig in die Tasche griff und das Lösegeld zahlte, würde alles wieder in bester Ordnung sein. Ich bringe keine guten Nachrichten. Ich weiß, wir sind hier schon ziemlich genau im Bild. Ja, ich hörte, dass die Sluffy hier war und dass... Diese Burschen haben die Frechheit besessen. Dieser Torbis oder Wenn Sie Morbis. Erlauben, Forbes, Milord. Forbes, richtig, so heißt der Kerl. Wenn er so heißt. Ich glaube, der hat sogar seinen richtigen Namen genannt. Ein Halunke. Daran ist viel Wahres. Ein ganz übler, hartgesottener Halunke. Und da liest man immer und überall, die Piraterie wäre seit mehr als 30 Jahren ausgerottet. Oh, das ist eben eine neue Art von Seeräuberei. Was wollen Sie? Die Zeiten ändern sich. Dass eine Ferienfahrt auf so jämmerliche Art enden muss, wenn ich das geahnt hätte. Danke. Mein lieber Hall, kein Mensch macht Ihnen auch nur die geringsten Vorwürfe. Ich mache sie mir selbst. Ich hätte die beiden Halunken da lassen sollen, wo sie waren. Auf ihrer Insel. Und wir haben die Jungen die Sache hingenommen? Ich hatte den Eindruck, dass sie das Ganze wie eine von ihren Piratengeschichten aus irgendeinem ihrer Abenteuerbücher aufgefasst haben. Zuerst jedenfalls. Ja, das haben sie ganz bestimmt. Wir haben zu viel Segel hoch. Ein paar von den Lappen müssen runter. Hock und Klüber runter!
Segel runter! Den Sturm doch mal an. Das Geheul wird immer feierlicher. Ich hab die Nase voll. Lieber gleich das auf. Verstehst du? Ich will hier weg. Lass mich raus. Lass mich raus. Halt's Maul. Los, ein paar müssen da weg. Die Blöcke hauen nicht dagegen. Die müssen festgelegt werden. Ich komm schon. Du gehst auch mit. Jim, los auf. Service, bleib du bei Ben und Henry. Los. Weiter! Die Unverfrorenheit von Forbes habe ich schon erwähnt. Wenn ich es jetzt nochmal tue, so kann ich dabei einen leisen Hauch von Bewunderung nicht unterdrücken. Er spielte mit seinem Glück, setzte alles auf eine Karte, verlor alles, aber er blieb unbeirrbar. Es war zwar der Gipfel der Unverfrorenheit, aber es grenzte zugleich an eine Art Größe, aus dem, was man gar nicht besaß, Geld schlagen zu wollen. Entweder war er wirklich zu Großem geboren, wovon er fest überzeugt zu sein schien, oder er hatte, wie ich meine, einen Sparren locker. Beides liegt ja dicht beieinander. Und wenn die auf den Trick nicht reinfallen, was machen wir dann? Das merkst du dann schon. Meinst du, ich bin so blöd und lass die mit dem Geld wieder abhauen? Entweder es funktioniert oder wir holen es uns auf eine andere Art. Ja. Wo sind die Jungen? Wo werden die schon sein? Im Wagen? Dann lassen Sie sie aussteigen. Zeigen Sie erst mal das Geld. Das hab ich. Besser, Sie zeigen es erst mal. Hier. Und das ist kein Falschgeld. Zeige Ihnen ein paar von unseren Mustern. Augenblick. Garnet, Iversen, los, raus, zeigt euch mal. Das ist genug. War eine Kostprobe. Haben Sie die Jungen erkannt? Nein. Klettern Sie von Ihrem Gaul und kommen Sie mir bis da vorne entgegen. Danke. Ich schicke Ihnen da die Jungen. Hey!
In Ordnung, Forbes. Was auch immer mit Forbes los gewesen sein mag, biedere schottische Lords und Handelsschiffskapitäne sind solchen Leuten gewiss nicht gewachsen. Mitunter schien sich der Sturm etwas zu legen, aber das täuschte. Er schien nur neue Luft geholt zu haben. Oben was Neues? Immer dasselbe. Sie hatten sich ihre Ferien gewiss anders vorgestellt. Schon. 9 Tage, einer 10. 9 oder 10 oder 100, was macht das schon? Ist ja doch egal. So was hat Slavi schon ein paar Mal hinter sich gebracht. Wäre mir lieber, wir wären schon vor einer Weile abgesoffen. Ich habe mal gehört, man soll nicht so schnell aufgeben. Wir sind bestimmt ein ganz schönes Stück von Neuseeland weg. Ich möchte mal wissen, wo wir sind. Möchte ich wirklich wissen. Vielleicht dicht vor Australien. Ach, du glaubst gar nicht, wie wurscht mir das ist. Ist doch völlig egal. Du kannst dich ruhig eine Ecke mehr zusammennehmen. Warum denn noch zusammennehmen? Wir sind ja doch erledigt. Du vielleicht, wenn du weiter so dusselig quatschst. Gordon hat ganz recht. Lass dich am Riemen, die anderen tun's ja auch. Das? Was? Möwen. Ich könnte schwören, dass ich Möwen gehört habe. Doch, ganz bestimmt, das sind Möwen. Nee, du, ich höre nichts. Na wieder, das sind Möwen. Ja, jetzt höre ich es auch. Möwen. Und das Gedonnere davon, das hört sich genauso an wie der Krach von der Brand. Meinst du, da wäre irgendwo eine Küste vor uns? Ich meine überhaupt nichts mehr. Manchmal bin ich schon so weit, dass ich stimmen will. Da muss eine Küste sein. Direkt vor uns ist das. Bender, was ist? Da müssen wir doch was machen. Sonst gehen wir in die Binsen. Was sollen wir denn machen? Wir können uns nur festklammern und beten. Die anderen unten. Wir müssen sie warnen. Das schaffst du nicht mehr. Bleib hier und halt dich am Rad fest. Wir sind irgendwo aufgelaufen. Los, an Deck, hol die Kleinen raus. Da ist es, wir gehen schon runter. Was wollt ihr denn? Darauf haben die Idioten doch die ganze Zeit gewartet. Halt dein blödes Maul! Ihr habt doch die ganze Zeit gejammert, dass es nirgendwo ein Land gibt. Endlich mit deinem blöden Gequatsche auf. Wer nicht sofort die Schnauze hält, der kriegt das Ding hier über die Birne. Wir sind aufgelaufen, das ist bis jetzt alles. Aber das hat auch einen Vorteil. Jetzt ist draußen noch nicht viel zu erkennen. Aber wenn es hell wird, dann sehen wir bestimmt eine Küste vor uns. Sonst wären wir ja nicht aufgelaufen, ist doch klar. Da hast du ja dein Land. So viel Land, dass du dir den Hals damit vollstopfen und daran verrecken kannst. Hau endlich ab, du Idiot! Die. Und wie soll's jetzt weitergehen? Wie sieht's denn da oben aus? Ist zu dunkel, um was zu sehen. Wir müssen abwarten. Bis die Brecher uns in Klump hauen und wir alle ersaufen müssen? Was das für ein Land ist, wenn ich hin bin, ist mir doch scheißegal. Noch sind wir lebendig, du Armleuchte.
Im Augenblick können wir nichts machen. Mhm. Aber ich habe so ein Gefühl, als ob der Sturm sich jetzt langsam legt. Ja, hat sich schon ein paar Mal gelegt. Einmal ist er bestimmt vorbei. Hab noch nie gehört, dass sowas eine Ewigkeit dauert. Höchstens eine halbe Ewigkeit. Werden wir ja merken. Was mit aufräumen? Warum nicht? Bleibt immer hier. Dick, glaubst du wirklich, dass hier irgendwo Land ist? Sonst wären wir ja nie aufgelaufen. Du meinst, die Slaffy hält bis morgen früh? Wenn sie es bis jetzt geschafft hat, kann sie mit dem Auseinanderfallen ja auch noch ein bisschen warten. Wie viel Uhr ist eigentlich? Gleich 11. Ihr Idioten! Dicke Junge, der Sturm ist aus! Der Sturm ist aus! Was ist los? Mensch, was ist los? Los, rauf an Deck! Sagst du da? Das können wir überhaupt nicht festsetzen. Hoffentlich ist nicht nur eine Atempause, sonst geht gleich wieder los. Aber ich habe wirklich das Gefühl, als hätten wir das Schlimmste hinter uns. Wenn es doch wieder losgeht, wir müssen eben sehen, dass wir so rasch wie möglich an Land kommen. Sieht so aus, als ob wir auf Sand. Worauf warten wir dann noch? Die Küste kann doch meilenweit weg sein, aber wir können natürlich auch ganz nah dran sein. Das müssen wir erst mal rauskriegen. Ruhig! Löwen! Jetzt bin ich ganz sicher. Die halten sich immer an die Küste. Dann haben wir ja die Richtung, wo wir hin müssen. Ja, das müssen Möwen sein. Ich glaube, das ist gar nicht so weit. Allein schon der Gedanke, dass es noch lang geht. Ich komme mir vor wie auf der Arche Noah. Der Regen hat den Sturm gebrochen. Er hat keine Kraft mehr. Warum nehmen wir denn nicht das Boot? Das Boot war mal. Das ist längst zu Bruch gegangen. Aber wir können uns doch ein Floß bauen. Warum nicht? Können wir doch machen. Und wo willst du hin? Dahin? Dahin oder wohin? Immer dahin, wo es zu den Möwen geht. Ist doch klar. Ich weiß, was wir tun. Wir schießen eine Leuchtkugel. Ich hol sie. Ja. Vielleicht können wir dann ein Stück von der Küste sehen. Ja. Kiste mit den Raketen ist weg. Ist wahrscheinlich über Bord. Gordon, hier ist sie, unter der Persenning. Auch was gesehen. Ein paar Bäume oder so. Ja, ich glaube, es sind Felsen. Wir können ja schon mal anfangen mit dem Fluss. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Ja, dann los! In Wirklichkeit hatte keiner etwas gesehen. Wir wünschten nur alle, dass endlich Schluss mit dem ewigen Wasser war. Alles andere war uns recht. Ein paar dürre Bäume, auch ein kahler Felsen. Nur nicht mehr diese endlose, öde See. Nimm ruhig ein paar Nägel mehr. Wir brauchen die nächste Lieferung. Holz schon an. Wenn das ganze Holz rausreißen, dann fällt ja keiner auseinander. Ja und? In den Kabinen ist jetzt alles raus. Wie viel braucht ihr denn noch? Macht mal ruhig weiter. Wir sagen euch schon Bescheid, wenn es genug ist. Die nächste Lage kommt quer rüber, ja? Ich fange mal hier an dem Ende an. Nee, lieber da. Lass dich besser anbringen. Na gut. Dick, meinst du, das hält mit den paar Seilen und einer Handvoll Nägel? Weiß ich nicht, wird schon halten. Wenn du ein paar Nägel mehr nimmst. Was ist mit den Leinen? Hast du die endlich auseinandergekriegt? Klar, kannst du gleich haben. Na,
Na, hat er ja schon gefrühstückt? Pack mal mit an. Ist Essen vielleicht verboten? Nee, das nicht. Aber du frisst doch nur, um zu fressen. Würde mich nicht wundern, wenn du mal platzt. Leg die Säcke nicht zu nah an den Rand, sonst kippen sie uns ins Wasser, wenn der Wind auffrischt und die See kabbelig wird. Ist genug. Das ist alles? Fürs Erste, ja. Wir haben doch kaum was drauf. Sobald es neue Hoffnung gab, ging die alte Zänkerei wieder los. Kriegen. Mann, was kann es denn jetzt noch für Schwierigkeiten geben? Noch keine, aber wir haben keine Ahnung, was der Mond vorhat. Ich hab die Nase voll. Immer ist irgendwas los. Nun mach mal einen Punkt, Donovan. Oder meinst du, hier geht's nur nach deinem Kopf? Hab ich das vielleicht gesagt? Es geht aber auch nicht nach seinem dämlichen Mond. Nach Ebbe und Flut geht's und die sind vom Mond abhängig, du Esel. Ist doch Quatsch, alles Gerede vom Mond abhängig. Moment mal, ich hab da eine Idee. Was wir brauchen, wären Kabel, so wie bei einer Fähre. Und da hängen wir unser Floß dann dran. Großartige Idee. Und wie machst du dein Kabel dann am Ufer fest? Da müsste eben einer rüberschwimmen. Ich finde den Vorschlag ganz brauchbar. Ich schwimm rüber. Natürlich, du schwimmst rüber. Ich möchte mal wissen, warum du immer angeben musst. Wir sind hier nicht zu Hause, auf dem Schulhof bei Chairmans. Aber weißt du auch, wie gefährlich das werden kann? Mann, was soll denn da groß gefährlich sein? Ich kann mir ja einen Strick um den Bauch wickeln und mich anbinden. Ja, ich weiß nicht, ob es hier Haie gibt, aber ihr könnt wenigstens friedlich sein. Schon gut. Na also, geht doch auch so. Wir können hier losen. Das Seil saugt sich ziemlich voll Wasser und wird ganz schön schwer. Da muss einer schon ein guter Schwimmer sein. Und ob es hier Haie gibt, weiß ich auch nicht. Aber Haie sind feige Biester. Ich hol ein Seil. Inzwischen wäre ich schon längst drüben gewesen. Die Leine um den Bauch. Wenn drüben was ist, eine Steilküste oder so, und du kannst nicht an Land, dann ruckst ein paar Mal am Seil und wir ziehen dich zurück. Mhm. Mach's gut, Brian. Neuseeland, was meinst du? Ebenso gut können wir auch in Südamerika sein. Irgendwas wird's schon sein. Vielleicht Australien. Ist doch egal. Hauptsache, wir kommen von da nach Haus. Verdammt nochmal, was ist denn jetzt los? Wenn sie nun doch keine feigen Biester sind, deine Haie? Alles klar, schon weiter. Nimm mich und tauchen. Hat's geschafft. Los, bind das Tau an. Thank you.
Helft mal, wir legen das Tor am Mast fest. Das ist Tasmanien. Wollen wir wetten? Wett mit dir allein. Jetzt hat er das andere Ende drüben festgemacht. Jetzt haben wir es geschafft. Ja. Der Wind frischt auf. Wir müssen machen, dass wir rüberkommen. Los, ab mit euch. Morris, du stößt uns von der Bordwand ab. Gordon nimmt den Starken. Und ihr zwei geht ans Tau und treibt. Alles klar bei euch? Ich mach das Tau los. Fertig, geht los. Gleichmäßiger! Wir sind da. Wart, ich helf euch. Wir zwei kümmern uns jetzt mal um den trockenen Platz für die Nacht. Wir waren an Land. Das war immerhin was. Aber das war auch das Einzige, was wir mit Sicherheit wussten. Alles andere war Gerede. Hier rüber, hier ist windgeschützt. Die Kleinen hinten an die Wand. So. Jimmy und Morris holt die Persenning rauf und bringt den Starken mit. Ja, gleich. Danke, Brian. Wir haben die Hosen voll gehabt, kannst du mir glauben. Hier ist eine Decke, du musst ja frieren. Ach wo, das Wasser war ganz warm. Mensch, du kannst schwimmen, das ist eine Wucht. Halt so wild. Prima gemacht, Brian. Hättest du genauso gekonnt. Gib mir mal die Decke rüber, Gordon. Lass dich mal durch, okay. Ob von der Slaffy morgen früh noch was zu sehen sein wird? Ich denke schon. Hoffentlich hält das Wetter. Wir müssen sehen, dass wir so viel wie möglich an Land kriegen, bevor der Kahn auseinanderfällt. Oh, Mensch, ist kalt. Wenn es anfängt zu regnen, ist es ja auch nicht gerade gemütlich. Gib her. Die Persenning nach oben. Haben wir noch mal Schwein gehabt, was? Verdammten Dose. Musik.
Die Slaffy, auf dem Strand, guckt euch das an. Was? Die Slaffy liegt auf dem Strand. Da. Wie ein kranker Wallfisch, der gestrandet ist. Weit kommen wir mit der nicht mehr. Ich möchte mal wissen, wie die hierher kommt. Wir sind bei Niedrigwasser aufgelaufen, dann ist die Flut gekommen und hat den Kahn angespült. Besser die Slaffy ist hin als wir. Ist sowieso ein alter Kasten. Haben wir keine Strickleiter oder sowas? Quatsch, da klettern wir auch so rauf. Mann, wir haben geschlafen und nichts davon gemerkt. Und wenn wir nicht geschlafen hätten, was wäre dann? Genau dasselbe. Und du meinst nicht, wir kriegen den Kahn wieder flott? Wenn das Wetter sich hält, dann können wir doch erstmal hier bleiben. Ja, bis wir was Besseres finden. Holt unsere Klamotten her, wir bleiben auf der Slaffy. Von mir aus. Hey, schmeiß mal ein Stück Käse rüber. Aber lass nicht fallen. Ich doch nicht. Mach das erstmal nach. Ich komme langsam wieder in Form. Bravo, Jimmy. Aber wenn du so weitermachst, dann frisst du noch mehr als der da. Was kann ich denn dafür, dass ich Hunger habe? Da hat er recht. Ich könnte halt auch einen ganzen Ochsen fressen. Hey, Service, wenn du einkaufen gehst, bring mir ein paar dicke Steaks mit, ja? Sag mal, wo ist denn eigentlich Morris? Ich glaube, der stöbert irgendwo unter Deck rum. Ich hab ihn. Wen? Den hier. Passt auf. Ich rechne jetzt aus, wo wir sind. Weißt du denn überhaupt, wie man mit dem Ding umgeht? Ich habe Captain Hall ein paar Mal dabei zugesehen. Das Wichtigste ist, dass wir erstmal wissen, wo wir sind. Wenn wir das raus haben, dann ist alles andere nur ein Kinderspiel. Hättest du dich da nicht ein bisschen früher ranmachen können? Da braucht man die Sonne zu. Was er da macht, heißt nämlich die Sonne schießen. Wieso? Haben wir vor dem Frühstück vielleicht keine Sonne gehabt? Selbst wenn wir wissen, wo wir sind, haben wir es noch lange nicht hinter uns gebracht. Wir sind in Neuseeland, da bin ich sicher. Und wenn es nur eine unbewohnte Insel ist? Also, was hast du rausgekriegt? Eigentlich müssten wir hier sein. Ah, bravo. Mitten auf dem Festland. Ob nur mitten auf dem Festland oder an der Küste, das ist doch nur ein kleiner Unterschied. Die Hauptsache ist doch, dass wir wieder in Neuseeland sind. Und du hast richtig gerechnet? Ja klar, mit einer Fehlerspanne vielleicht, mit einer winzigen. Was heißt eine winzige? Solange wir es nicht besser wissen, können wir nicht sagen, dass es nicht stimmt. Trotzdem ist es kompletter Blödsinn. Ich habe doch alles zweimal durchgerechnet. Du hast doch keinen blassen Dunst davon. Gornifin. Wie viele Wochen sind wir unterwegs? Und da sollen wir uns auf der Stelle gedreht haben, wie auf einem Karussell? So sehr kann er gar nicht daneben gehauen haben. Warum sollen wir denn nicht wieder in Neuseeland sein? Ausgeschlossen ist überhaupt nichts. Das fällt mir ja gerade so auf den Wecker. Ich wusste genau, dass Donifin recht hatte. Morris hatte keine Ahnung, wie man mit einem Sextanten umging. So viel verstand ich immerhin davon, wenn auch nicht mehr. Aber was hätte ich davon gehabt, wenn ich das bisschen Hoffnung, das die Berechnungen bei einigen erweckte, kaputt gemacht hätte? Allerhand Vermutungen waren ausgesprochen worden, wo wir uns befinden könnten. Nur die eine nicht. Als sei es verboten, darüber zu sprechen. Dass wir auf eine unbewohnte, weltabgeschiedene Insel verschlagen worden waren.
du morgens auf? Morgen, Bill. Können Sie erkennen, was das da hinten für ein Schiff ist? Könnte das die Slaffy sein? Nein, Sir. Die Slaffy ist nur am Großmastrage geteilt. Naja, wäre ja auch ein Wunder gewesen. In Luft haben Sie sich nicht aufgelöst. Wir haben auch immer eine Spur. Alle Polizei- und Küstenstationen sind alarmiert. Unsere Sicherheitsorgane sind schon mit ganz anderen Dingen fertig geworden. Damit können wir gar nicht anfangen. Wo sind unsere Ruhe? Wenn meinem Jungen etwas zustößt, dann sind Sie daran schuld. Glauben Sie mir, ich verstehe Ihre Sorgen. Wir wären schuld daran, dass Sie schon aber ich kann Ihnen auch keinen Sinn erlauben, dass Sie mich beschuldigen. Ich bin bereit, alles zu tun, aber wollen Sie nicht endlich einmal zuhören? Service. Nichts zu sehen? Nicht die Bohne. Was soll da auch schon zu sehen sein? Vielleicht ein Schiff oder sowas. Kann noch sein. Warum eigentlich nicht? Ja, wenn wir in Neuseeland wären. Aber wenn wir nur woanders sind. Wo sollen wir denn schon sein? Was ist dann? Dann spielen wir eben eine Weile Robinson. Du gehst auf deinen Posten. Jedenfalls sind wir jetzt besser dran als vorher. Und was ist, wenn es zu schneien anfängt? In ein paar Monaten können wir dicken Winter haben, werdet ihr sehen. Mein lieber Mann, bis dahin sind wir doch längst wieder in Auckland. Wenn wir weiter hier rumlungern, bestimmt nicht. Vielleicht können wir die Slaffy wieder aufmöbeln. Die ist im Eimer, die kriegen wir nie wieder flott. Was hast du denn? Genug von eurem Gequassel. Ich hab die Schnauze voll. Meinst du, ich nicht? Ich hab keine Lust, hier zu vergammeln. Irgendwo muss es doch was geben, eine Siedlung oder sowas. Irgendwo muss es doch hier Menschen geben. Wir sind ja nicht allein auf der Welt. Klar müssen wir was unternehmen, aber wir können doch nicht einfach so drauf loslatschen. Wir müssen doch erst mal überlegen, mal nachdenken. Immer stundenlang nachdenken. Man muss auch mal was riskieren wollen. Oh, riskieren schon, aber ein bisschen mit Grips. Wenn du damit sagen willst, dass ich bescheuert bin, dann komm her. Dich schaffe ich doch mit dem kleinen Finger. Brian Donovan, seid ihr verrückt geworden? Lass mich in Ruhe, ich hab's satt. Aber du kannst doch jetzt nicht einfach hier abhauen. Das was ist ich kann, werdet ihr schon sehen. Von mir aus könnt ihr euch das Wrack da sauer kochen, meinetwegen, wenn es euch Spaß macht. Das meinst du doch nicht im Ernst. Was ich meine, kann euch ja egal sein. Allein bist du doch aufgeschmissen. Ob ich aufgeschmissen bin, geht dich nichts an. Lass doch den Unsinn, vertragen wir uns wieder. Glaubst du wirklich, ich will deinetwegen weg? Was bildest Meine du dir? Meine Berechnungen stimmen, Donovan. Umso besser, dann bin ich heute Abend in Auckland. Und Dick Sand kommt mit mir. Na klar, aber... Hast du bei meinem Onkel angeheuert oder nicht? Komm, ist besser. Wir können ihn ja nicht allein gehen lassen. So viel Fürsorge, ich bin ganz gerührt. Donovan hat recht, ich gehe auch mit. Das würde ich mir noch mal überlegen. Er ist ja nicht so eine Flasche wie du. Hey, was soll denn der Unsinn? Ich trete deine Sache. Kommt gar nicht in Frage, jeder trägt seinen Kram allein. Alles klar? Dann hauen wir ab. Ich wünsche euch Hals- und Beinbruch, auch dir, Dick. Danke, Gordon. Macht's gut. Wiedersehen, Gordon. Wiedersehen in Auckland. Mann, ist das ein sturer Bock. Selbst wissen, wohin wir wollen. Ich gehe noch mit. Na gut, wir müssen Acht geben, ob wir Spuren von Menschen finden. Dick hat recht, du musst wissen, wo wir hingehen. Du bist unser Boss. Da hinten, vielleicht sehen wir da mehr. Passt auf, ob ihr einen Weg entdeckt. Sieh doch nicht so fern. Ein Weg oder ein Pfad. Geht ihr mal dadurch, ich halte mich rechts. Wo ein Weg oder ein Pfad ist, da kommt man zu Menschen. Und du meinst wirklich, das ist die SOS-Flagge? Ist doch ganz wurscht. Hauptsache, man sieht sie.
Da oben ganz bestimmt. Fehlt nur noch ein Schiff, das vorbeikommt. Brian, warum fängst du nicht endlich an, das Zeug aus dem Stauraum aufzuschaffen? Ach, warten wir doch erst mal ab. Abwarten ist gut. Und was machen wir, wenn wir länger hier bleiben müssen? Du spinnst auch schon. Sind wir in Neuseeland oder nicht? Du hast doch selbst gesagt, dass wir da sind. Ich bin lieber vorsichtig. Wenn du genauso wie Donovan denkst, dann können wir ja gleich... Bist du sicher, dass Morris richtig gerechnet hat? Warum sind wir dann nicht gleich mit Donovan mit? Wenn er wirklich irgendwo Hilfe findet, dann lässt er uns doch hier nicht sitzen. Und ein bisschen System kann uns auch nicht schaden, bis wir hier abgeholt werden. Mhm. Ich glaube, wir machen erstmal eine Bestandsaufnahme. Na schön. Wenn ihr unbedingt Robinson spielen wollt, an mir soll es nicht liegen. Ich bin kein Spielverderber. Von da oben müsste man einen ganz guten Überblick haben. Mhm. Über das Geröll kommen wir bequem hoch. Macht ihr, was ihr wollt. Ich kletter die Felsen rauf. Da bin ich schneller oben. Wenn er sich die Knochen brechen will, wir gehen lieber hier rauf. Gleich sind wir oben. Ich mir ja denken können, dass ihr euch die Beine ausreißen würdet, bloß um schneller oben zu sein als ich. Haben wir aber nicht. Und was machen wir jetzt? Wir gehen weiter. Deswegen sind wir ja schließlich hier raufgeklettert. Fragt sich nur, wohin wir gehen. Viele haben wir bisher noch nicht geschafft. Hier lang. Das nicht sowas wie ein Pfad ist? Bestimmt sogar. Kommt, weiter.
Das sieht beinahe so aus, als ob sich da jemand einen Übergang gebaut hätte. Und das da drüben ist sicher ein Weg. Werden wir ja sehen. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Nicht denn, zieh nicht so. Da reißt mich glatt um. Ich fresse einen Besen, wenn das nicht ein Weg ist. Ein Weg schon, aber der kann ebenso gut von Tieren sein, die zur Tränke kommen. Da musste man doch Spuren sehen. Dazu ist der Boden zu hart. Ich weiß nicht, Tiere. Und so ein Weg? Die müssen schon ziemlich groß sein, wenn ihr den Boden so fest trampeln könnt. Der ist ja fast wie gepflastert. Gehen wir mal weiter. Sag mal, spinnst du? Nee, aber du, wenn du hier wie ein Verrückter in der Gegend rumballerst. Warum? Vielleicht sind's keine Tiere, vielleicht sind's Menschen. Das ist es ja, die suchen wir doch gerade. Besser, wir sehen die zuerst, bevor die uns sehen. Dick hat recht, wir wissen ja gar nicht, was das für Leute sind. Na bitte, wenn ihr die Hosen voll habt, können wir ja Verstecken spielen. Und was nun? Jetzt haben wir wenigstens eine Ahnung, was zu essen da ist. Wozu denn das? Damit wir wissen, was wir alles haben. Ich glaube, du wärst eine prima Marketenderin geworden. Kannst du nicht mal deinen Mund halten? Du bist genauso ein Streithammel wie Donifan. Sei ein braver Junge und tu, was Papi dir gesagt hat. Wenn ihr jetzt auch noch anfangt, euch zu streiten, dann können wir gleich einpacken. Wir sollten lieber ein paar Planen über das Zeug spannen, ist doch wahr. Kommt schon. Zieh doch nicht so wie verrückt, Mensch. Ich kann das Ding kaum halten. Ich zieh doch gar nicht. Der Wind spielt verrückt. Jim, du reißt mir ja die Plane aus der Hand. Hast du dein Ende fest, Gordon? Dann komm her. Maus, halt mal hier. Scheiße, ich komm nicht an die Belegnägel ran. Ach schon, das Biest ist verdammt schwer. Halt fest, sonst kracht der ganze Salat. Meinst du, das schmeckt? Zusammen. Und ob das schmeckt, Mann? Ich wusste schon sehen. Woran merkt man denn, dass fertig ist? Wenn es anfängt zu stinken. Was treibt ihr denn hier? Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt Pullover überziehen. Ab mit euch, aber schnell. Bist du weit zu weit? Ja, Moment noch. So, das hält hoffentlich. Du kannst loslassen. Ich glaube, es ist besser, wir decken alles gründlich zu. Es gibt heute Nacht bestimmt Regen. Mhm. Sieht so aus. Das da ist das Wichtigste. Fangen wir gleich mal damit an. Komm, zieh rüber. Da drüben auch. Wenn der Regen die ganze Nacht so weitergeht, dann sehe ich schwarz für das Feuer. Und wenn es ausgeht, was machen wir dann? Halt doch endlich mal den Mund. Was ist denn da mit den wilden Tieren? Hab nie gehört, dass Wildschweine einem was tun. Wildschweine nicht, aber... Ach. Dick? Hm? Nimmst du mir doch nicht krumm, dass ich dich gezwungen habe, mitzukommen. Was soll ich denn dabei krumm nehmen? Ich hab das so hingerotzt. Stimmt ja, was du gesagt hast. Ich bin ja von deinem Onkel angeheuert. Als wird das jetzt noch groß was ausmachen. Ach, Quatsch. Ist doch vollkommen wurscht, wohin ich gehe. Mir ist nicht wurscht. Ich glaube, ihr haut euch jetzt am besten hin. Ich übernehme die erste Wache. Soll ich nicht lieber... Nein, du löst mich dann ab und übernimmst die zweite. Dann musst du aber sehen, dass du mich wach kriegst. Verlass dich drauf. Ich bin überhaupt noch nicht müde. Hau dich trotzdem hin. Morgen.
Na, gut geschlafen? Wir müssen irgendein Notzeichen geben können. So eins, was man viele Kilometer weit sieht. Tja, ja. Nicht so klein wie die SOS-Flagge da oben auf dem Berg. Ein riesiges Feuer mit einem Haufen Qualm. Und woher nimmst du das Holz? Na, von dem Wrack hier. Nützt ja doch nichts mehr, aber vielleicht sieht uns so ein Schiff. Wäre schon ein bisschen schade um die Slaffy. Was willst du denn sonst mit ihr machen? Ich weiß nicht, damit können wir doch noch allerhand anfangen. Mit dem Gerippe, das ist doch nur noch Kleinholz. Stimmt. Da hast du kannst dir aussuchen, was du willst. Da ist Tee drin, gibt aber auch Kaffee. Für mich einen Tee. Sofort. Und was willst du haben, Brian? Hä? Hier ist Tee drin, aber wenn du möchtest, kann ich dir auch Kaffee bringen. Meinetwegen Kaffee. Gut, also Kaffee. Donnifin, werd doch wach. Was ist denn? Da oben in den Bäumen, da ist was. Was ganz Komisches. Wo denn? Ich sehe nicht. Da oben in den Bäumen. Das sind Fledermäuse. Was denn sonst? So eine Fledermäuse gibt's doch gar nicht. So große. Ich glaub doch. Hab mal sowas gelesen. Vielleicht sind es Vampire. Quatsch. Vampire ist doch Quatsch. Nun mach dir nicht immer gleich in die Hosen. Komm, wir packen unseren Kram zusammen. Wird Zeit. Dick! Aufstehen. Wir müssen sehen, dass wir weiterkommen. Hey, Dick! Mach, dass du hochkommst. Also. Ist doch klasse, der Rauch. Den sieht man bestimmt bis Auckland. Da muss viel mehr nasses Holz drauf, nicht so trockenes Zeug. Komm mit her. Mehr Rauch als so kannst du aber nicht verlangen. Nee, aber nasses Holz hält länger. Da gibt's aber wirklich genug hier in der Gegend. Und wo Wasser ist, dann müssen auch Menschen sein. Kann schon sein. Vielleicht haben die inzwischen Schwimmhäute gekriegt. Wenn wir hier nicht weiterkommen, versuchen wir es doch mal damit. Ich möchte wirklich wissen, wo wir hier abgeblieben sind. Sieht so aus, als geht's da hinten gar nicht mehr weiter. Das werden wir bald raus haben. Sag doch mal, was du eigentlich so denkst. Ja, weißt du, der Pazifik ist groß. Und wir sind wochenlang hin und her getrieben worden. Da können wir beinahe überall sein. Ich meine, irgendwo an der Küste im Pazifik. Hey, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Komm doch mal her. Ein Tier mit einem Schnabel. Haufenweise Tiere mit einem Schnabel. Aber nicht eins mit vier Beinen.
Es aussieht wie ein Biber oder so. Mit einem Entenkopf. Ach, du spinnst ja. Nee, wirklich. Komm doch mal runter. Wo ist der? Jetzt ist es weg, aber vielleicht kommt es wieder. Ist wahrscheinlich nie da gewesen. Doch, bestimmt. Mit dem Schnabel, wo sonst die Schnauze ist. Scheint mordsmäßig groß zu sein, der See. Da gibt's sicher auch einen Haufen Fische drin. Mhm. Guck dir das an. Der Kerl ist zu faul, um sich sein Frühstück selbst zu fangen. Los, weiter. Wirklich, Donovan. Das Tier hat ausgesehen wie ein richtiges Tier. Mit vier Beinen. Nur vorn war ein Schnabel. Der Fluss hier müsste eigentlich in den See fließen. Mhm. Da vorne ist sicher die Münde. Wie ich gesagt habe. Donovan, kommt mal her. Was ist denn? Seht euch das mal an. Der Wildsau kriegt sowas nicht fertig. Aber Biber bauen Dämme. Doch nicht solche Dämme. Das ist ein richtiger Steg. Mhm. Die Knüppel sind zusammengebunden. Soll vielleicht ein Landesteg sein. Mhm. Könnte sein. Den hat sich einer zusammengebaut. Von allein ist der nicht hierher gekommen. Ist bestimmt ein Landesteg. Glaube ich auch. Aber das Ding da scheint schon ziemlich alt zu sein. Ich denke, wir gehen jetzt mal da lang. Hey, Donovan, hier ist ein Tier, das sieht wie ein Drache aus. Einer mit dem Entenschnabel vielleicht? Nee, wirklich, Donovan, komm doch mal. Ein richtiger Drache. Wie ein Bild aus dem Sagenbuch. Service! Aufpassen! Service! Service, ist dir was passiert? Nee, ich glaube, ich bin noch ganz. Da hat er aber noch mal Schwein gehabt. Mensch, mit dir macht man vielleicht was mit. Nun komm schon, ist ja alles halb so wild. Klar, ich hab ja schon gesagt, ich bin noch ganz. Wenn er vom Mast runtergefallen wäre, dann hätte er sich sämtliche Knochen gebrochen. Ganz bestimmt, da oben stehen noch mehr so Mauschelbäume. Was ist denn das? Hast du den da mit Rache gemeint? Na klar. Glaubst du mir jetzt? Was sind das für Viehzeug? Ob die gefährlich sind? Würde ich lieber nicht ausprobieren. Das Wildschwein eben ist getürmt. Wie die Pest hier. Machen wir lieber, dass wir wegkommen. Da hat einer was gebaut.
Sieht aus wie ein Stall. Regen hält das aber nicht ab. Sollen wir mal rufen? Sieh mal da hinten. Das ist eine Treppe. Seht euch das an. Eine Höhle. Vielleicht ist keiner zu Hause. Sieht ein bisschen unbewohnt aus. Das ist ein Ding, was? Brian beißt sich bestimmt in den Hintern, dass er nicht dabei ist. Hey, ist jemand zu Hause? Da ist eine Kerze. Gib mir mal ein Zündholz. Hier. Dick? Mhm. Komm mal her mit der Kerze. Eine Insel. Da ist der See. Und hier liegt wahrscheinlich die Slaffy. Das ist der Fluss, den wir vorhin gesehen haben. Und dass das nicht Neuseeland ist, sieht ein Blinder. Vielleicht hat sie überhaupt keinen Namen. Besser sind wir jetzt bestimmt nicht dran. Wahrscheinlich ein Schiffbrüchiger, wie wir. Jedenfalls, zu Hause ist er nicht. Vielleicht hat die nächsten Schiff aufgelesen. Möglich. Das sind auch so Vampire, wie heute Morgen die. Nur viel kleiner. Fledermäuse sind das. Die pennen hier. Bei Tag schlafen die, nachts werden sie munter. Da, da wird eine wach. Doch, zu Hause ist schon eine. Aber erzählen kann der uns nicht mehr viel. Ich glaube, wir gehen jetzt lieber zu den anderen zurück. Na schön. Jetzt wussten wir, woran wir waren. Wir befanden uns auf einer Insel und es war nicht leicht, von ihr wegzukommen. Wäre dieser Mann sonst hier gestorben? Mensch, ich wär verrückt. Komm mal her, Gordon. Sieh mal, wer da kommt. Hey, Donifan, Service! Wart ihr in Auckland? Oder ist euch unterwegs die Luft ausgegangen? Die anderen fielen natürlich neugierig über uns her. Und als wir mit dem, was wir nun wussten, rausrückten, stellten wir fest, dass es im Grunde nicht allzu viel war. Es blieben mehr Fragen als Gewissheiten. Wer war dieser Mann, dem bis zu seiner letzten Stunde niemand geholfen hatte? Woher kam er? War er noch jung, als er hierher verschlagen wurde? War er alt, als er starb? War er ein Schiffsbrüchiger? Hatten andere bei dem Schiffbruch überlebt? Und schließlich, wie hieß diese Insel? Und wo in der unendlichen Wasserwüste des Pazifik lag sie?